Aber ich stehe dazu, ich bin nicht wie andere. Andere Twitch-Streamer erzählen euch, ja, ich kann da ja gar nichts für. Das macht alles Twitch, da habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf. Das ist gelogen. Wenn ein anderer Twitch-Streamer sagt, von den 15 Minuten Werbung, die bei mir jede halbe Stunde laufen, habe ich keinen Einfluss drauf. Ja, er hat keinen Einfluss drauf, was für ein Werbespot kommt. Das stimmt. Aber dass die Werbung kommt, das hat er eingestellt. Und wer euch da erzählen will, der hat keinen Einfluss drauf, der lügt. Das habe ich nämlich auch schon erlebt, da ich in einem Stream war, wo mir einer erzählen wollte, dass er keinen Einfluss drauf hat, dass Werbung geschaltet wird. Da habe ich gesagt, nee, das kann man so nicht stehen lassen. Also wenn man das macht, sollte man auch dazu stehen und ich stehe zu meiner Minute. Jo, ja nee, es ist ja auch mal grundsätzlich, kann man das ja mal erklären. Da das auch im YouTube-Video vorkommt und wir hier gerade sowieso nichts zu tun haben, weil wir ein bisschen drauf warten, dass die ganzen Gelder mal wieder losgehen. Oder das Spiel einfach aufhängt und abstürzt. Das ist echt Mist, ey, dass das Spiel jetzt gerade zugegangen ist. Also ich meine, ohne Vorwarnung bleibt halt einfach alles stehen und geht zu. Also, er hat nicht mal gezuckt, eben bevor er Ende gemacht hat. Ich muss gerade mal gucken, wo wir sind und was wir gemacht haben zuletzt. Dass alles noch drin ist. Die Mission ist drin. Die Mission ist drin. Ja, die Wiesel. Wir arbeiten gerade kräftig dran, die Aliens platt zu machen. Ist alles in Vorbereitung für. Aber irgendwie hat das Spiel gerade gemeint, das müsste sich einfach mal schließen. Gut, also, ja, also es dürfte nicht viel passiert sein. Wir lassen mal wieder laufen. Ich sehe auch gerade, dass unsere Speicher voll sind. Vielleicht war das der Grund, warum es abgestürzt ist. Hier. Wir haben hier halt Menge liegen ohne Ende. Da kann nichts mehr produziert werden. Gucken wir mal, was passiert. Ob es weitergeht oder nicht. So, Andrew Williams, Soldat. Nee, der nicht. Rafael Barbosa. Du bist doch ein Gate-Team angehörig. Du musst mit dem Gate mitgehen. So, wir haben 1,1 Millionen. Also ich nehme gerade Geld ein ohne Ende und ich habe Forschungspunkte ohne Ende. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damit machen soll. Letzte Forschung. Dann habe ich alles. So, was wollen die denn? Britzel, melde, dreien tot.
Jetzt sollte es funktionieren. Ich sage, wir haben ein Gemälde von uns dreien gefunden, auf dem wir alle tot sind. Hat das gemalt? Das wissen wir nicht. Bei der Erkundung einer alten Tempelruine sind wir auf einem Altar gestoßen. Darauf lag ein Gemälde von uns drei Teammitgliedern tot. In der Ruine spinnen auch unsere Geräte. Ich bin raus ins Freie gekommen, um dich anzufunken. Das ist auch mal nice. Kommst du auf einem fremden Planeten, wo noch nie ein Mensch zuvor war, gehst in eine Tempelanlage und dort liegt ein Bild, wo deine ganzen Teamkollegen und du tot drauf abgebildet sind. Hardcore. Ah, den Soziologen hat es nicht so hart erwischt. Der macht sowas scheinbar öfter mit. Schaut euch das Gemälde mal genauer an. Okay, ich gehe wieder rein in den Tempel. XO, der Rest des Teams ist jetzt bei mir. Das Gemälde ist unterzeichnet von Thomas Renault. Das ist er. Macht ihr euch über mich lustig? Nee, Renault, was soll das? Ich bin unschuldig, ich schwöre es. Bring das Gemälde mit auf die Basis. Ja, wir können es später analysieren, um festzustellen, ob es eine Fälschung ist. Team, wir konnten das Gemälde nicht mitnehmen, es ist verschwunden. Wollt ihr mir erzählen, dass dort Gespenster umgehen? Natürlich nicht. Bedenken, an genau dieser Stelle verläuft ein Riss durchs Raum-Zeit-Kontinuum, wodurch Visionen aus einer Parallelwelt in die hiesige projiziert werden. Daher aber auch eine komplette Zivilisation ausgelöscht wurde, werden wir kein Risiko eingehen. Ich war noch nie ein Freund von düsteren Prophezeiungen. Genau, setzt die Mission anderorts fort. Passt auf euch auf. Immer dieses Erkundung fortsetzen. Also bei sowas würde ich mein Team gern zurückholen, nicht die Erkundung fortsetzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die alle sterben, ist mir zu hoch. Holy moly, ey, wir haben aber auch von dem Zeug hier überall Zeug rumliegen. Ganzen Erze laufen im Speicher über. Das ist so krass, wie automatisiert diese Bergbauteams sich permanent durchs Gate wählen. Das ist unglaublich. Da hast du da so 13 Teams am Start. So, die haben wenigstens viel Forschung mitgebracht, die uns nichts mehr bringt. Wir brauchen keine Forschungspunkte mehr. Wir brauchen aber die Einnahmen. Habe ich es jetzt richtig, da eine Mauer zu setzen? Haben wir da jetzt eine Mauer gesetzt? Ja. So, Freunde. Ich hoffe, dass nicht wieder so viele Soldaten runtergerannt kommen. Ach, da kommen sie schon alle, total übermüdet. Die sollen einfach bleiben, wo sie sind.
Ja, wir haben hier Erze ohne Ende liegen. Bitte geht nicht hops, euch brauchen wir doch. Rennt ihnen doch nicht, warum rennt ihr denen immer entgegen? Seid ihr irgendwie lebensmüde? Habt ihr irgendwie keinen Bock mehr auf Leben oder so? Und dann vor allem, warum schießt er nicht von da? Warum? Immer in Nahkampf. Die gehen immer in den Nahkampf mit den Viechern. Warum schießen die nicht? Hat es irgendeinen von mir erwischt? Da will einer durchs Gate gehen. So, wir machen ein bisschen Verlust, macht aber nichts. Gleichen wir hiermit wieder aus. Also, wir haben uns mal durchgerungen und bekämpfen die. Aber es bringt halt nichts, außer jetzt gleich wieder massig Verletzte. Danke fürs Mitbringen von Forschungsdaten, die wir nicht mehr brauchen. Das, ein Bett ist noch frei, alle anderen werden jetzt gleich belegt. Da kommt schon die Horde von Soldaten, die gerade im Kampf sich verletzt hat, weil sie einfach nicht auf Entfernung ballern, sondern immer mit der Nase direkt auf dem Feind sitzen müssen. Warum haben die überhaupt Gewehre, wenn die Nahkampf machen? Gibt ihnen Schwerter. Effektiver. Ich wollte gerade bauen. Ich will die nicht anklicken. Ich will hier bauen. Also ich hoffe wirklich, dass da noch ein Patch kommt, der so ein paar Probleme abschaltet, weil das Spiel ist eigentlich so geil, aber mit den Problemen bin ich sogar langsam genervt. Merkt man sicher gar nicht. So, was haben wir hier? Ein Dreierplanet. Verlinken. Ja, habe ich drüber nachgedacht. Aber dann gehen die nicht mehr raus. Das, die Kampfmechanik von denen ist einfach, also wir müssen irgendwie dringend was an der Kampfmechanik ändern. Das geht so nicht. Das Spiel ist so gut und die Kampfmechanik macht's kaputt, auf gut Deutsch gesagt. Das Problem ist ganz einfach, wenn ich hier unten mehrere Positionen mache und die anderen, die eigentlich dafür da sind, diese Teams hier durchs Gate zu begleiten, dass wir Bergbau machen können. Dann gehen die 3 Tage, bevor die Invasion kommen soll, alle hier runter und stellen sich hier auf. Und selbst wenn dann der Angriff 10 Tage braucht und irgendwie noch Teams durchs Gate gehen könnten, gehen die nicht durchs Gate, weil sie hier unten stehen und verhungern.
Also wie gesagt, die ganze Mechanik von diesen Kämpfen ist irgendwie noch für den Eimer. Also man muss irgendwie seine Leute ein bisschen steuern können, dass die... Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Dass man halt hingehen kann und kann sagen, hier, ihr lauft dahin, ihr steht dort und ihr bleibt zurück. Sonst macht es halt wirklich auf Dauer keinen Sinn. Also die rennen ja kopflos auf die Gegner zu. Das ist ein Soldat, der taktisch ausgebildet ist, rennt nicht einfach auf seinen Gegner zu, stellt sich mit dem Gewehr vor denen und wartet, bis er in den Nahkampf kommt. Ja, so ein bisschen RimWorld-Kampfmechanik wäre da gar nicht so verkehrt. Es entwickelt sich halt echt zum Problem. Vor allem immer, wenn du bauen willst, Einsatz beendet von einer Bergbaumission. Und dann kannst du von vorne anfangen, dich durchs Menü zu klicken. Das ist halt auch, also, ich weiß nicht. Ich frage mich manchmal, ob diese Entwickler auch ihr Spiel spielen. Ich finde die Idee so dermaßen geil. Ich feiere das Spiel so. Aber es hat Schwächen. Mehr als eine. Eine unbekannte Alienrasse, Stufe 1. So nah am Rand der Galaxie. In der Nähe von den Squabs. Ja, wir sind hier auch von einer Galaxieseite auf die andere fast unterwegs. Also wir haben mittlerweile ein richtig großes Netz. Ich habe vorhin mal alles abgeschaltet, was wir gerade nicht brauchen. Und ich bin nur noch am Überlegen, was wir machen, wenn wir die Squabs besiegt haben. Weiter erkunden oder sagen, geschafft, Feierabend, Ende. Naja, also die hier ist prozedural. Also diese Galaxie. Es gibt nicht mehrere Galaxien, sondern halt nur das hier. Aber wie gesagt, die ist prozedural. Bei jedem Start hast du hier einen Planeten mit 6 Stück drumrum und der ganze andere Rest ist zufällig. Auch wo die Missionen sind, ist zufällig. Auch die Squabs sind immer woanders. Also heute haben wir sie mal da hinten. Da. Ich hatte die schon hier. Und ich hatte die schon hier. Und heute sind sie da. Und der Planet hat auch immer eine andere Farbe. So, kein freies Depot für Maklam. Verkauf mal wieder 10. So, Exo 2 ist zurück. Also mit den Patenten und der Forschung habe ich null Probleme. Ich habe 1300 Forschungspunkte, habe alles erforscht. Und wenn du hier reinguckst, ich habe fast jeden Monat ein Patent gemacht.
Und jetzt habe ich wieder genug gesammelt, dass man wieder mal ein bisschen Patente feuern kann. Und das plus die Erze, die ich verkaufen kann, mittlerweile kann man ja alle verkaufen, hat mich auf 1,16 Millionen gebracht. Also wir haben alles erforscht, wir haben alle Patente und ich habe Geld ohne Ende. Was steckten die da fest? Was ist ihr Problem? Kann Dinge nirgends abstellen. Welche Dinge? Welche Dinge kann die nicht abstellen? Ist doch alles frei irgendwie, hä? Ja, jetzt mit dem Patch kannst du alles verkaufen und du hast Geld ohne Ende und es läuft. Also sie haben auch den Doppelberechnungsbug weggemacht. Ich finde es fast jetzt schon zu einfach. Also vorher habe ich gesagt, boah, ist das sackenschwer. Krass. Und jetzt finde ich es halt einfach, zu einfach. Die steht einfach da mit irgendwas in der Hand, wo sie angeblich keinen Platz für hat. Ach so, wahrscheinlich ist es ein Tier, kann das sein? Selbst da haben wir einen freien Container. Also irgendwie, die muss das doch abliefern können, was immer sie da in der Hand hält. Ich verstehe das nicht. So, wir haben Kontakt zum Squab-Planeten. Der ist nur Level 8. Für die Action-Teams zu schwer. Ich hätte lieber ein Action-Team geschickt. Bin ich happy damit, ein Forscher-Team zu schicken? Ich suche verzweifelt einen Planeten zum Ausbilden meiner Leute. Der ist schön. Verlinken. Verlinken. Neuer Einsatz. Exo 10. Go. Ja. Einfach weitermachen. Die muss nur mal raus.
Die schleppen aber auch Zeugs heim, ey. Man, wir produzieren wie bekloppt Erze. wer ist das? Ja. Schmeiß das auf den Boden, zieh dich aus, geh was essen, mach irgendwas, aber bitte bleib nicht da in der Tür stecken, stehen, sag, du kannst irgendwas nicht ablegen und verhungere mir hier. Das sind die Sachen, wo ich sage, die müssen sich dringend ändern. Das kann's einfach nicht sein. Ich kann die ja auch nicht steuern, dass ich sagen würde, geh mal hierher oder sowas. Du kannst halt nichts mit denen machen, die. Ja, ich habe einfach zu viele Leute, zu viele Roboter, zu viele Planeten. Theoretisch müsste ich jetzt sagen, komm, wir bringen es zu Ende und dann stellen wir das Elend ein. Ich würde ja ganz gern mal die ganze Galaxie erforschen, aber es macht halt so keinen Sinn. Wenn die da alle irgendwo stecken bleiben und umfallen und keine Ahnung was machen. Die geht in den Anzug. Ich opfer den Chinesen. Ist schon makaber. Es ist schon makaber. So, ich weise denen mal die schweren Anzüge zu. Dann sind hier wieder drei leichte frei. Und da ist ja auch der Patcher dabei. Und dann würde ich sagen, hier ein neuer Einsatz. Exo 1. Bringen wir es zu Ende.